Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Jo, gestärkt mit ein paar Schlücklein Kaffee und und hoffentlich, wie soll ich sagen, Glück. Den hatten wir hier, ne? Werden wir uns hier weiter durchschlagen. Ah ja, war ich da hinten? Ich muss überlegen, wann ich verreckt bin und wann nicht. Sehen wir eh gleich, entschärft haben wir da. Das heißt, es müsste passen. Ich will dann nur abheizen, den Typen hier. Aha, der ist im Matsch. Okay, da ist nichts überblieben. Passt. Gut. Ja, muss man schon zufrieden sein. Okay. Hoppala, ich steck fest. Gut. Wir werden jetzt nochmal von da hinten unser Glück probieren. Ich werde mal ein Stückchen laufen, um den kleinen Finger da ein bisschen zu schonen, weil der ist auch schon verrecken. So. Der wütet nach wie vor. Den triggern wir, wie wir wissen, nur mit einem Kopfschuss. Das werden wir uns jetzt aber noch sparen, weil wir haben anderes zu tun. Ah. Der da. Okay. Der ist nochmal zu machen. Alles klar. Würde ich sagen, machen wir gleich. Ich hätte noch machen sollen, bevor ich gespeichert gegangen bin. Entschuldigung, das war ein Fehler. Aber mittlerweile weiß ich schon immer, wen ich umgebracht habe und wen nicht. So, passt. Und schnell abheizen. So, ist fein. Und nehmen. So. Gut, das hätten wir. So, dann schleichen wir uns wieder, ne? Ich glaube, ich darf ein bisschen laufen. Zumindest mal bis hier. Dann bin ich mir zum Beispiel gar nicht sicher, ob ich die Kiste da oben... Doch, die hat gezählt. Passt. Und dann müssen wir halt das da drinnen machen, ne? Die Schrot nochmal und das Grüne da hinten hat gezählt. Das wundert mich persönlich. Das ist gut. Jetzt wird gleich die Scheibe springen. Außer, das ist schon passiert. Ja, das ist, glaube ich, schon passiert. Das ist die Frage, warum ich die Schrot nicht mehr habe. Oder hat das sogar gezählt? Scheint gezählt zu haben. Werden wir gleich sehen. Na, hat nicht gezählt. Weil da ist noch die Falle. Da ist sie. Sehr gut. Jawohl. Die Schrotflinte, alles gut. So. Dann die hier entschärfen. Noch ein Stück. So. Sehr, sehr gut. Dann das hier natürlich. Ja. Was war noch hier? Achso, untersuchen nochmal. Entschuldigung. Ich dachte, da liegt was. Hier war, glaube ich, nirgendwo was. Also die Kisten kann man nicht zusammenhauen, ne? Das habe ich auch vergessen. Dass man die zusammenschlagen darf. Es gibt zwar einen Lärm. Aha, das ist auch so eine alte. Die könnte man eventuell versuchen zu ermorden. Habe ich das im Schrank hier? Hat das auch schon gezählt? Niemals. Sehr gut. Dann nehmen wir die Flasche gleich mal mit. Na, du sollst die mitnehmen. Nicht wenn Schammel schlagen, einfach mitnehmen. So ist fein. So, wir werden versuchen, diese Schabraken da drüben umzubringen. Die Frage ist nur, ob uns jemand sehen wird. Aha, die kommt jetzt, ne? Ich versuch da mal was. Ich versuche mich mal zu verstecken.
in der Hoffnung, dass sie mich nicht sieht. Ist das normal, dass das Herz jetzt so schnell klopft? Das heißt immer, wenn es in der Nähe ist, ne? Die Schabracken. Der atmet halt auch so laut, ne? Da muss ein Zombie schon richtig derisch sein. Also taub, dass er nichts hört. Ich glaube, es ist automatisch, dass der schnauft und Herzklopfen hat. Um Gottes Willen. Ja, so muss das ausschauen. So. Und abheizen. Sehr fein. So. Over. Ich probier's. Aha. Und tut was. Wir haben ja noch die Buffen. Nur ein tut was, ne? Leicht angespannt. Wie immer. So, was haben wir da? Bisschen Feuerzeug, glaube ich. Feuerzeug, sage ich immer. Ah, nehmen? Achso. Was haben wir denn da? Neuer Gegenstand. Harpunenbolzen. Eine mächtige Harpune für die Quallenarmbrust. Um Gegner aufzuspießen. War wie schön. Das wollte man schon immer haben. So. Hier hinten gibt es nichts. Okay. Da will ich vielleicht noch nicht unbedingt raus. Will warten vielleicht noch. Zuerst noch die Hitten da ein bisschen anschauen. Bevor wir uns wieder... Ah, dann heizen wir gleich ab. So. Nicht, dass sie wieder aufstehen tut. Was haben wir denn da? Qualenarmbrust. Schön, neuer Gegenstand. Diese klappbare Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend schwere Projektile abfeuern kann. Ja, ist schön. Ich muss speichern gehen, habe ich schon gemerkt. Das lief schon wieder viel zu gut. Das heißt, die wird bald wieder verrecken. Ich muss speichern, dringendlichst. Halt, was war da? Untersuchen. Achso. Ja, schön. So. Das heißt, ich muss den ganzen Weg nochmal zurückhatschen. Bevor wir hier was Schlimmes auslösen, weil da müsste noch... Ja, stimmt, da ist der eine, ne? Der mit dem Gewehr. Boah, das ist auch riskant, was ich da mache. Mit ein bisschen Glück. Ha!
Kontrollpunkt. Ach, super, ich bin schon gerettet. Das ist schön. Ich bin schon gerettet. Sehr gut. Kontrollpunkt, was gibt Schöneres? So, abgeheizt. Hast du was für uns itemmäßig? Nein. Gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut lief das. So. Ich höre da immer noch Zombies. Mal schauen, was da drüben gibt, wo die Alte stand. Ah, da war das Tor. Okay, okay. Das heißt, wir haben wahrscheinlich jetzt nur mehr... Okay, super. Wir hätten jetzt nur noch den Großen zu machen, sozusagen. Dann werde ich das mal speichern. Wir haben einige Granaten. Wir haben Armbrust, weil es hat ja geheißen, wir sollen den umbringen. Vielleicht ist die Armbrust des Rätsels Lösung für das Ganze. Ich schleiche mich da jetzt mal ein bisschen. Ah, und dieses Haus da ist ja auch noch, ne? Ja, das schauen wir uns dann natürlich auch gleich an. Wow. Aber nur zuerst werde ich ganz schnell speichern gehen. Regulär speichern, obwohl wir jetzt Kontrollpunkt haben. Aber ich will auf Nummer sicher gehen. Und möchte gerne speichern. So, ich laufe mal ein Stück. Theoretisch müsste ein Sprint auch möglich sein. So, auf die Hitten. Wir waren ja gar nicht mal so schlecht, ne? Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit meiner Leistung. Der war gut. Naja, für das, dass es für mich blind ist, ne? Obwohl ich dieses Level jetzt schon gut kenne. Haben Sie etwas vergessen? Nein, aber ich möchte gern was speichern, damit ich es nicht vergiss. Also hier, bitte ja. Bitte gern. So. Gut. Jetzt fühle ich mich schon wohler. So. Jetzt schauen wir uns die eine Hitten da noch an. Und dann werden wir uns, was werden wir versuchen, den einen schierigen Krüppel dazu umzuhauen. Wir werden natürlich vorher speichern, ist eh klar. Damit kein unnötiges Malheur passiert. Ah, warte, die könnte ich auch zusammenschlagen, die Kisten da, oder? Ist die auf Erde? Ja, mach nicht so langsam auf. Müsste eigentlich auch gehen zum Zusammenschlagen. Schau, also ist nur die Flasche, ne? Ja, ist wurscht, nehmen wir es mal mit. Auf die Hitten. So, jawohl. Halt, nicht springen. Bei dem Haus, da waren wir jetzt ja noch nicht drinnen, da, ne? Bei dem. Da am Dach oben ist ja nochmal, also da oben ist ja auch noch jemand, ne? Das ist nur die Frage, wie komme ich da jetzt drauf? Bah, da will ich nicht reinfallen. Da hier geht es ja überhaupt nirgends, ne? Verbrennen. Na, will ich nicht unbedingt. Ich will das nicht verschwenden. So, normalerweise dürfen wir da hoch, ne? Ja. Da ist ja auch der eine reingerannt, ne? Okay, ganz ruhig. Gut, den hätten wir. Entschuldigt bitte vielmals. Ich bin so schweigsam, ich weiß. Aber ich bin gerade voll angespannt und mein kleiner Finger tut schon weh. Flatter drücken. So, da ist nichts. Okay, immer schön kontrollieren. Ich wollte nur den zuerst ausschalten, dass uns nichts Übles passiert, ne? Da ist eine... Eine Auflaufform wollte ich gerade sagen. Da haben wir was Grünes wieder. Leise.
nehmen und abheizen. Okay. Okay. Das heißt, ich darf noch eine Spritze nehmen. Ich bin gerade voll angespannt, entschuldigt vielmals. Hat das hingehauen? Hat das genehmt? Nein, jetzt aber. Die nehme ich gleich mit. Und was war das jetzt für eine Aktion? Oh. Was war das jetzt für eine Aktion? Echt bei aller Liebe. Das war jetzt echt für den Arsch. Ja. Geht ja. Das war jetzt echt für den Arsch, muss ich echt sagen. Pfui. So, wegheizen. Haben wir jetzt endlich Ruhe hier? Wieder schleichen, untersuchen. Was war untersuchen? Ein Fenster, ne? Oh Mann. Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Der Deichsel. Ich kann es gerne selbst probieren. Bitte. Die Zeit drängt. Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor ihm irgendetwas zustimmt. Alter, der Typ macht mich fertig. Ich habe jetzt gedacht, da kommt ein Zombie und bringt mich um. So, also neuer Gegenstand. Erste-Hilfe-Koffer. Die große Spritze in diesem Erste-Hilfe-Koffer stellt deine Gesundheit in großem Umfang, mal schlucken nebenbei, Flatterflegung, im großen Umfang wieder her. Allerdings mit vorübergehenden Nebenwirkungen. Sie sind sehr selten, aber erhöhen mit jedem Einsatz auch ein wenig die maximale Gesundheit. Geilo. Geilo. Was war? Ich habe unterbrochen. Ich bin gerade voll nervös. Benutzen. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Schön. Da hängt jemand. Lecker Füße. So, das nehmen wir natürlich auch mit. Da darf man scheinbar normal gehen. Nehmen. Aha, Flasche, okay. Okay. Boah, langsam. Ich habe Angst, dass wieder hier eine Bärenfalle ist. Ah, da war ich noch nicht, genau. Munitionchen. Voll. Okay, warte mal. Nehmen wir mal die Schroti. Aha, die hat voll. Okay. Voll. Ah, nicht schlecht, oder? Voll. Gut. Dann ist die Frage, darf man zu dem Kerl darauf? Glaub nicht. Aha, der hat einfach das hier als Leiter genommen, das raufgeklettert. Ja, keine schlechte Idee. Halt, warte, was? Ah, nur das, ne? Gut. Dann wäre wieder Zeit zum Speichern, weil wir könnten theoretisch es versuchen, mit dem Großen auf uns aufzunehmen. Ne? Wir haben Schrot, wir haben Bolzen, wir haben alles mögliche, weil der hat ja auch noch eine Truhe. Und wenn wir Glück haben und den wirklich umbringen können, vielleicht hat der ja für uns sogar noch so ein grünes Elixier-Dingens. Ne? Boah, ich sollte vielleicht aufhören zu laufen, echt. So. Dürfte wirklich nur mehr der Große da drüben sein. Und da könnten wir uns jetzt, also ich gehe jetzt sowieso speichern, und da könnten wir uns jetzt wirklich spielen und versuchen, den auch auszurotten, ne? Also mal schnell speichern gehen. Da, auf die Hitten. Hallo, begrüße. Zack, alles zusammenhauen, wie es sich gehört. Wir sind natürlich ein bisschen angeschlagen. Und mit der Pistole werden wir nicht weit kommen, das weiß ich. 2000 hätten wir. Wird sie was? Geht da was? Ich glaube nicht, ne? Mit 3000 erst. Ich schau mal kurz. Ich glaube, mit 3000 ging erst was, ne? Da ist nix. Rot. Na, da geht gar nichts. Waffen. Ach so, warte, da geht schon was. Deshalb, ich bin blöd. Ich habe nur Fitness geschaut, aber auf Waffe, Reserve,
Qualenbolzen. Ich bin einfach nur blöd. Tragisch, aber es ist leider so. Ich dachte schon, boah, da sind wir gleich fertig, ne, mit Skillen. Wenn das weitergeht. Nix da. Ah, da können wir sogar... Ja, ja, ja. Ha. Gut, da würde ich sich rentieren, wenn wir ein bisschen die Pistole machen würden, ne? Magazinkapazität zum Beispiel. Genauigkeit, aber die wird man erst machen, wenn sie leer ist. Das kenne ich, glaube ich, noch von Resident Evil, dass man vielleicht hat man das Glück, dass man dann volles Magazin kriegt. Das heißt, wir werden die zuerst leer schießen und dann werden wir uns das beibringen. Genauigkeit und kritisch. Boah, jetzt wäre halt gut zu wissen, ne? Bei Resident Evil, ich vergleiche es gerne mit Resident Evil 4. Da war es halt, da musste man halt aufpassen, dass man immer die stärksten Waffen skillt, weil die schwächeren das, ja. Also man mochte sie besonders gern. Und war geschickt. Das bin ich ja nicht. Reichweite, Nachladegeschwindigkeit, Spanngeschwindigkeit. Verringert die Zeit zum Nachspannen der Armbrust beim Zielen für eine schnellere Schussfolge. Benötigt die Punkte 2000. Reichweite. Was kann die? Schadensmultiplikator. Erhöht Feuerkraft für mehr Schaden. Boah, und Reserve? Was kann die? Ah, das ist Munition, ne? Mitgeführt werden kann. So sie mitgeführt werden kann. Mitgeführt werden kann. Streichhölzer. Streichhölzer wären schon cool. Wie viel kriegen wir da mehr? Wahrscheinlich. Ah, plus zwei dürfen wir da mehr mitnehmen. Das wäre halt auch nicht schlecht. Und Schrotflintenmunition würde ich auch gerne schon ein bisschen erhöhen. Weil dann könnten wir uns noch im Haus drüben die eine Dings holen. Da waren zwei Stück, glaube ich, ne? Oder vier? Zwei? Wie viel kriegen wir damit? Wahrscheinlich nur eins plus. Ah doch, auch zwei. Ui, die kostet aber 2000. Die Qual der Wahl. Jetzt halte ich uns da auf, ich weiß, aber das ist echt wow. Aber Streichhölzer 5 Stück. Spritzen, eine mehr. Da haben wir gerade zu wenig von dem grünen Zeug. Das wäre halt auch nicht schlecht. Na gut, ich würde sagen Waffenschaden. Die Pistole richtet ja überhaupt nichts eigentlich aus. Also werden wir müssen fast auf die Armbrust gehen, aber die macht nicht mehr Damage, ne? Schnellere Schussfolge. Erhöht Reichweite der Bolzen und verringert die zum Nachladen benötigte Zeit. Der ist schon bald besser, wenn wir auf die Pistole gehen, weil mit der ballern wir gar nicht so wenig. Plus 20% macht 120% mehr Damage. Aber hart geht ja nicht. Geht ja nicht, da haben wir zu wenig. Feuerrate verringert die Zeit zum, zwischen den abgegebenen Schüssen in eine höhere Feuerrate. Nachladegeschwindigkeit. Magazinkapazität, Genauigkeit, Crit. Erhöht die Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Todes von Gegnern durch einen Kopfschuss um 10%. Na, das ist auch nicht viel. Ach, das ist alles doof. Da haben wir echt zu wenig. Und wenn ich mir das aufspare... Ha! Muss es mir fast aufsparen, ne? Ich bin total hin und her gerissen, man merkt's, gell? Umkreis von 3 Metern, aber der Schaden nimmt mit der Entfernung zur Explosion ab. Das geht auch nicht. Das wird gern Blenddauer. Es kann gesteigert werden um 3 Sekunden. Dann Harpunenbolzen bewirkt zusätzlichen Schaden bei getroffenen Gegnern. Auf Stufe 5 wird Feuerschaden hinzugefügt. Ja, ich versuche gerade zu überlegen, ne, was man gegen den Fetten da brauchen könnte. Ich werde gar nichts machen. Ich mache gar nichts. Wir probieren den so umzubringen, wird wahrscheinlich blöd sein. Aber das ist wieder
Ja, zum Probieren einfach nur, ne? Haben Sie. Also, ich werde speichern. Abermals. Ich glaube, ich hatte zwar schon, aber ist ja wurscht. So, einmal speichern. Ja, bitte. Und den Part beenden. Im nächsten Part probieren wir den Fetten umzuhauen. Petri heil, ne? Etwas vergessen? Na, nur meine Nerven. Und wenn wir den besiegen können, hoffe ich, dass der was Tolles für uns hat. Na gut, ihr Lieben. Puh, das wird spannend. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.